360 Football hier mit einem neuen Video und zwar zum Thema drei Top-Top-Übungen zu zweit für Mittelfeldspieler. Und bevor wir starten, kurz eine Promo für unsere eigenen Produkte. Die Feedbacks sind richtig, richtig nice pre-game. Ihr wisst Bescheid, unten in der Beschreibung abchecken. Aber ansonsten reden wir nicht zu lange drum herum, gehen wir direkt in die erste Übung für euch. Bei der ersten Übung geht es darum, dass wir den Ball als Sechser beispielsweise abfangen und dann direkt nach vorne weiterspielen. Gehen wir mal direkt in die Übung rein. Es gibt dann Farben Gelb und Rot für die Tore, aber es ist selbsterklärend. Los, komm! Rot! Dann vor dem Gegner spielen, oho, ins gelbe Tor. Weiter, weiter. Vor dem Gegner, Gelb! Touch, spielen, jawohl. Die Stangen markieren wirklich den Gegner und du versuchst nach vorne zu kommen. Rot, vor den Gegner, zack, super Touch, spielen, jawohl, komm noch ein. Letzter Durchgang, Junge. Tack, 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 die Beine brennen ein bisschen und gelb. Mitnehmen, jawohl, gut so. Mit den beiden Stangen ist es vom Feeling her einfach schwieriger. Man muss wirklich vor die Stangen kommen, Ball abfangen. Sauberer Touch in den Lauf, sofort wieder weiterspielen. Und man kann die Übung natürlich immer weiter steigern, indem man schwierigere Pässe spielt, stärker spielt. Gerade dann, wenn dein Mitspieler vor den Gegner kommt. Und so kann man es natürlich immer weiter steigern. Grande Junge. Dankeschön. So, kommen wir nun zur zweiten Übung. Nick steht schon an der Stelle, ist bereit zum Gas geben. Hier geben wir dir vier Kommandos, zum Beispiel links, rechts oder rot-gelb, je nach Hütchen hinten, Zeit oder prallen. Hier geht es darum, dass man den Ball nicht zu weit mitnimmt und auch nicht zu nah. Das heißt, die Dosierung ist wichtig, vor allem als Sechser. Da dürfen nicht viele Fehler passieren. Und bei Zeit gehen wir davon aus, dass man im Spiel Platz hat und den Ball so mitnehmen kann. Die Übung kann man in zwei Varianten machen, das heißt einmal mit flachen Pässe und einmal mit hohen Pässe. Wir fangen mal an mit den flachen und danach machen wir die hohe. Let's go! Gelb! Rot! Perfekt, er war perfekt, sehr gut. Zeit! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gelb! Super, komm, noch zwei. Prallen. Sehr gut, der letzte noch. Rot. Yes, sehr gut. Rot. Ja, super. Sehr gut. Gelb. Ja, der war schwierig, macht er super, sehr gut. Zeit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dritte Übung. Natürlich ist auch der lange bzw. weite Ball sehr, sehr wichtig fürs Mittelfeld. Das trainieren wir hier. Wir haben das große Tor als Ziel. Wenn ihr zwei Ziele habt, zum Beispiel vorne rechts, vorne links, ist das natürlich auch möglich, um die ganze Übung noch ein bisschen komplexer zu machen. Wir zeigen es jetzt mal mit einem Tor, weil bei euch wird es bei den meisten so sein, dass ihr es einfach so machen werdet. Die Übung ist relativ simpel. Das Ziel dabei ist einfach, dass wir wie aus dem Spiel raus simulieren, dass wir einen langen Ball spielen müssen. Zeigen wir es gleich mal vor, dann ist es auch ziemlich selbsterklärend. Starten wir, es geht um lange Bälle mit beiden Füßen. Ihr habt es in den anderen Videos gesehen. Can ist eigentlich Rechtsfuß geworden, aber er ist verletzt, ist tatsächlich so. Darum heute Fokus auf den linken Fuß. Bei euch, ihr könnt mit dem Starken starten und dann natürlich auch den Schwachen mit der Zeit einbauen als Bonustipp. Ready und los. Prallen. 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 Und dann irgendwann prallen, sage ich dann, langer Ball. Statt prallen, muss ich ihn nach vorne nehmen und dann den langen Ball Richtung Tor bringen. Und das, komm.
Pausenzeiten könnt ihr selber definieren. Und langer Ball. Genau, genau. Jawohl, schon deutlich näher. Könnt auch kurz ein bisschen durchatmen, ein paar Sekunden. Je nachdem, was euer Fokus ist. Wenn es auch eine intensive Einheit sein sollte, dann weniger Pausen einbauen hier. Und dann geht es natürlich auch in die Beine und in die Lunge. Und los, komm, machen wir wieder. Jawohl, langer Ball. Jawohl, Ball war gut, selber gemerkt, Touch war ein bisschen zu nah. Und los, komm. Langer Ball hier. Da muss der Rabona auspacken. Na, lieber linker Fuß, sonst bist du nachher total Schaden fürs Wochenende. Komm, prallen, komm, prallen. Prallen, komm. Und langer Ball, bisschen schwieriger, tack. Okay, noch gut gebracht, ist okay. Komm, noch zwei Bälle. Weiter, Junge. Und ja, prallen. Darf ein bisschen brennen, komm, prallen. Langer Ball. Ja, bisschen Schnee drauf, sonst nicht schlecht. Komm, prallen, prallen. Und der letzte Ball, komm, langer Ball. Okay, ja, das ist die Energie, gell? Die Beine. Der größte limitierende Faktor bei uns, ganz klar, die Fitness. Aber für euch, wenn ihr sehr aktiv seid, sollte das kein Problem sein. Aber wie gesagt, die Pausenzeiten natürlich anpassen. Und dann das Ziel, die Latte treffen. Und vor allem, der erste Punkt ist eigentlich die saubere Technik mit dem Ball. War bei jedem langen Ball hier eigentlich korrekt. Auf das zuerst achten und dann natürlich die Intensität ausbauen. Grande. Schnapp dir also einen Kollegen und teste diese drei Übungen für Mittelfeldspieler, insbesondere die Sechserposition aus. Oder melde dich unten an für ein eigenes Personal Training bei 360 Football, wo du von professionellen Coaches trainiert wirst und so nochmal aufs nächste Level kommst. In diesem Sinne, liken für den Algorithmus, etwas kommentieren, das Video teilen und natürlich auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal und Gas geben. Don't slip, guys.